Du hast eine Frage? Ich wollte fragen, also wie ist es denn zum Beispiel, ich finde eigentlich Ausländer kommen doch eher schwieriger an so Jobs ran. Bei Ausländern, sie guckt immer so, ja okay, ja, Geld geben weiter und so weiter. Danach, wenn Deutsche vorbeikommen, dann lächeln die so an, das habe ich oft erlebt und so, das finde ich scheiße halt. Denken immer, man hat was geklaut, wenn man rausgeht. Ja, die gucken immer so ganz schief so. Ja, zuerst und bei Deutschen. Ich kenne das ja selber auch. Also ich habe das ja auch, ich bin so viel älter als ihr, ich habe das ja auch durchgemacht. Es ist ein Nachteil. Man muss halt ein bisschen mehr leisten, meiner Meinung nach. Also man muss auch, einerseits muss man ein bisschen mehr leisten, du musst halt dich häufiger beweisen. Also wenn du jetzt zum Beispiel in solchen Situationen bist, ob es jetzt privat ist oder geschäftlich oder beruflich, dann hat man erstmal dieses Bild, man hat gewisse Vorurteile von dir, also dir gegenüber, und dann musst du, also das ist erstmal der erste Nachteil, dass du vielleicht ein bisschen mehr leisten musst. Das hat mich aber zum Beispiel immer mehr angesprochen, dass ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt besser als die meisten, die auch einen deutschen Hintergrund haben. Ja, dass man zum Beispiel vielleicht besser Deutsch spricht als die oder einfach in anderen Fächern besser ist. Das ist das eine. Ansonsten, ich habe es auch so gemacht, dass man das als Vorteil nutzen kann. Also man ihr kennt das ja selber. Also in der Schule zum Beispiel konnte ich das auch. Also ich habe es auch so erlebt, dass ich zum Beispiel also gegenüber auch mich oft benachteiligt gefühlt habe in der Schule zum Beispiel. Also da gab es halt Lehrer, die fand ich gut, andere Lehrer, da wusste man, okay, die sind vielleicht nicht, also die haben stärkere Vorurteile. Bei uns war es so, wir waren sehr wenig Ausländer. Damals in Tempelhof, am Gymnasium, gab es sehr wenig Ausländer, da hat man das vielleicht noch mehr gemerkt, dass man so einer von 20 war. Später habe ich dann erkannt, zum Beispiel, dass es bestimmte Vorteile gibt, wenn man einfach ihr kennt das ja selber, dieser Zusammenhalt und solche Dinge unter Minderheiten. Das kann man auch geschäftlich nutzen. Also es gibt viele Sachen, die über Kontakte laufen. Also es ist, was soll ich sagen, dieses Netzwerken, Kontakte knüpfen. Und beim Marketing spricht man zum Beispiel darüber, also Marketing, wisst ihr das, also sowas wie Werbung und dass man halt erfolgreich Kunden gewinnt. Das kann man auch übertragen auf sich selber. Das heißt, wenn man eine Bewerbung schreibt, also Werbung macht für sich selber vermarktet, kann man einfach damit arbeiten, dass man sagt, ich bin anders als die anderen halt. Also sich differenzieren, abheben. Oder dass man sagt zum Beispiel, ich sag mal ganz allgemein über Marketing, wenn man ein Geschäft hat, dann sagst du zum Beispiel, wir haben einen speziellen Kundenkreis. Also ich kenne viele erfolgreiche, auch jetzt Türken oder Unternehmer, die arbeiten zum Beispiel viel mit anderen Türken zusammen. Die sagen, unsere Kunden sind Türken oder Ausländer oder ähnliches. Und die spezialisieren sich darauf. Die arbeiten damit, die sagen, okay, die haben zwar Nachteile in manchen Bereichen, aber wir haben auch große Vorteile in anderen Bereichen. Ja, also du wirst immer damit leben, dass du so, dass wenn man dich sieht, dass man sieht, okay, du bist jetzt nicht deutscher Herkunft, das ist ganz schwer, dass du das wegkriegst, dass man diese Vorurteile gibt. Also du wirst jetzt mal wissen müssen und gleich. Und was vielleicht auch wichtig ist zu wissen, also diese Vorurteile sind was ganz Normales. Also das ist halt so aus psychologischer Sicht, jeder Mensch hat Vorurteile. Also im Gehirn drin, du musst halt bestimmte Kategorien haben, zum Beispiel wenn du jetzt einen Asiaten siehst oder einen Russen oder einen Türken, einen Araber, dann hast du so bestimmte Kategorien und sagst, ich habe die und die Erfahrungen mit denen gemacht und deswegen ist er bestimmt so. Ja, das heißt aber, du musst einfach wissen, jeder Mensch hat diese Vorurteile und dann kannst du weiterarbeiten damit. Dann kannst du sagen, okay, ich kann jetzt beweisen, ich bin anders oder auch wie du mit Vorurteilen umgehst. Also du selber hast ja auch Vorurteile wahrscheinlich, also wenn du jetzt zum Beispiel andere Kulturkreise siehst. Ja, und das musst du dir immer bewusst machen einfach, dann kannst du auch besser damit umgehen. Aber es gibt nicht so eine Lösung, wo man sagen kann, so und so, das mache ich oder ich bin jetzt den Hintergrund und habe immer einen Nachteil. Du musst dann wirklich bewusst werden und dann kannst du damit arbeiten. Nutzt die Vorteile aus. Hast du denn schon mal? So allgemein vielleicht. Kann ich noch kurz was dazu sagen? Ja, ich muss mal ein Recht geben. Also ich finde auch, dass man daraus irgendwie eher stark werden kann und seine positive Schlüsse daraus ziehen kann. Und vor allem finde ich, es ist wichtig, dass wir uns nicht darauf ausruhen und immer uns als Opfer sehen, so von wegen, ist egal, was ich mache, ich werde immer benachteiligt und ich werde nicht so angesehen, egal, was ich tue. Ich finde, dass wir einfach, man würde sich damit irgendwie das alles einfach machen und sich nur darauf ausruhen.
und eher zu zeigen, okay, nein, ich schaffe das, ich kann genauso gut sein oder ich kann besser sein. Und genauso gibt es auch bei den Deutschen, wo viele, die auch benachteiligt sind. So muss man es auch sehen. So, es ist nicht nur, dass wir Ausländer die ganze Zeit immer schlecht behandelt werden. Also auf jeden Fall aus dieser Opferrolle raus. Nur so kann man es schaffen. Kann ich nur, wollte ich halt gerne nur dazu sagen, weil ja, wir haben alle schwierige Zeiten hinter uns und trotzdem irgendwie doch noch nicht verschafft. Ja, hier, du hattest noch eine Frage? Ja, also man muss ja erstmal seiner Familie beweisen, bevor man es anderen beweist. Meine Familie sagt immer, ja, wenn du nicht studierst oder irgendwie aus deinem Leben was machst, dann kriegst du so oder so keinen Job, weil du eben kein Deutscher bist oder so. Ich sag, eine Ausbildung würde mir auch reichen, damit ich einen Job kriege, aber das verstehe ich nicht. Ja, natürlich reicht das. Das kann man auch so nicht sagen, dass du sowieso keinen Job bekommst. Also wenn du eine vernünftige Ausbildung machst oder ein vernünftiges Studium, dann schaffst du das auch. Also, und da reicht auch eine Ausbildung vollkommen. Also du musst wirklich auch immer das machen, was du gut kannst, was dir Spaß macht. Und dann bist du auch erfolgreich. Dann kannst du auch immer noch sehen, was du langfristig machst. Ja, also du musst, ich würde mich nicht zu sehr unter Druck setzen lassen. Also ein bisschen Druck ist immer gut natürlich, aber mach das, was dir Spaß macht, wo du sagst, das, da bin ich gut, da bin ich dann der Beste in meinem Beruf. Und dann kannst du weitermachen einfach. Also wie es auch gesagt hat, also es ist, man schafft es, man hat, was ich meinte, ist, man hat vielleicht ab und zu einen kleinen Nachteil, wenn man halt ein bisschen anders ist, aber man, es ist nicht so, dass du stark benachteiligt wirst. Also wenn du dieselben Leistungen hast oder wenn du bessere Leistungen hast, dann hast du auch bessere Chancen. Vielleicht nur ganz kurz im Studium, es ist ja auch so, wenn du zum Beispiel, da habe ich auch relativ früh erkannt, du hast, BWL war zum Beispiel so ein Massenstudiengang und da ist es wirklich vollkommen egal, was du in den Hintergrund hast. Alle haben dieselben Klausuren. Alle müssen dasselbe lernen und dann machst du einfach. Und, es gab halt nicht dieses Subjektive, dass irgendwelche Professoren gesagt haben, na, der ist gut oder der ist nett oder ähnliches, sondern es war einfach schwarz auf weiß alles, die Zahlen, es wurde alles ausgerechnet und dann hast du deine Note gehabt. Es war vollkommen egal, wo du herkommst, ob dich jemand mag oder nicht. Also, du bist einfach gut, wenn du es schaffst. Du hattest noch eine Frage und danach du? Nun, wie sieht es aus, wenn ein Ausländer einen deutschen Pass hat, das ist dann leichter, wird man dann auch benachteiligt als keinen deutschen Pass zu haben? Das macht eigentlich kaum einen Unterschied. Also du bist ja gesetzlich ein Deutscher, wenn du einen deutschen Pass hast. Das macht dir einiges einfacher bei Behörden oder ähnliches. Aber das ist eigentlich... Es ist nur Formalität eigentlich. Ich mache nicht wie aus. Manchmal ist es so, dass in Firmen, wenn du ins Ausland gehen musst, dass es dann Probleme geben kann, weil du einen nicht deutschen Pass hast und nicht überall in die Welt reisen kannst. Aber das ist jetzt erstmal in der Anfangsphase, ist es noch vollkommen egal. Ich bedanke mich, Maja, dass du da warst. Dankeschön. Und wenn es noch Fragen gibt zu dem Beruf, Unternehmensberater oder zu dem Studium Betriebswirtschaftslehre, könnt ihr jetzt gleich alle nach vorne kommen und mit ihm reden. Und es gibt hier im Internet auf schooltalks.de nochmal das, was wir jetzt gerade besprochen haben und das, was wir mit Sacha besprochen haben, auch nochmal im Internet. Dann könnt ihr euch das nochmal anschauen und ihr könnt auch Kommentare schreiben. Jetzt? Okay, hi, mein Name ist Mohamed Selim, ich gehe auf die Ernst-Reuter-Oberschule. Ich bin in der 7. Klasse und der Maham Musa hat uns erklärt, wie viel er verdient und was, ob es schwer ist oder ob es Spaß gemacht hat zu studieren. Also er hat uns viel über Ausländer erzählt, also nicht immer, dass die Ausländer hinten stehen oder in die Opferrolle springen müssen, sondern wer es will, der kann es schaffen.